Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zu Alan Wake 2. Jo, haben wir ein bisschen Ball dran reingesungen? Ne? Natürlich nicht, aber das würde beruhigen, vielleicht. Aber was brauche ich schon, was Beruhigendes, nicht wahr? Draußen in der Nacht ist die Handlungstafel. Oh mein Gott. Untersuche die Gasse, finde den Weg in den Vorführraum. Schön. War nicht drinnen da eine Tür auch? Warte mal. Hier ging ja auch eine Tür raus, ne? Ein Türchen. Ein Türli. Uhu. Schön ist hier. Hoffentlich kommen wieder ganz viele Gegner. Wenn man mir ins Ohr flüstert, ich finde das schrecklich, ehrlich. Ja, aber wie gesagt, ich bin halt wirklich jetzt dann drauf und dran, dass ich sage, okay, ich spiele jetzt mit ihm so weit, bis es halt nicht mehr geht im Spiel, bis wir halt wirklich sozusagen am Ende sind, weil das richtige Ding muss mit Saga gemacht werden. Ne? Ich musste das auf der Handlungstafel lösen. Ja, freilich. So viel ich da das richtig gelesen habe, mal ist es nämlich so, dass du dann mit ihr nämlich spielst und dann an irgendeinem Punkt ankommst, wo dann wirklich gesagt wird, so, jetzt ist dann sozusagen Ende, ne? Jetzt hast du noch die Chance zu switchen, also gehe ich davon aus, dass man mit ihr das zum Ende dann hinkommen. Mit Ellen ist es halt einfach die Zwischensache die ganze Zeit, also ich hoffe halt, dass es so abläuft. Deshalb spiele ich mit ihm jetzt dann soweit fertig, bis hier das scheinbar erledigt ist, wir nicht mehr weiter können und wir dann zu Saga rüber switchen müssen. Das wäre mir soweit recht, weil wie gesagt, ich finde es mit ihm jetzt nicht so aufregend, als wie mit Saga. Bestimmt konnte die Handlungstafel helfen. Das ist halt die Sache. So. Gut. Natürlich müssen wir halt umschreiben, logisch, ne? Dann schauen wir halt einmal, was wir draußen in der Nacht. Kult des Wortes. Schreiben wir mal als erstes dieses. Die Handlung änderte die Details der Welt. Hat sich jetzt viel verändert hier? Mit dem Kult des Wortes? Nicht wirklich, oder? Jemand war vom Dach in den Tod gestürzt. Okay. Das Echo sehe ich, aber das Dunkle nicht. Hm.
Okay, jetzt weiß ich nicht. Gut, im Endeffekt, wir können ja wieder weiter umschreiben. Bleibt es ich, ob ich stehen? Wie aktiviert das? Du glaubst doch nicht, dass wir uns für diese Initiation einen Finger abschneiden müssen, oder? Nee. Wir werden bestimmt nur zeremonielles Zeug singen. Nichts Besonderes. Wird auch Zeit. Wir haben das unsere getan. Und zahlreiche Probleme gelöst. All diese Nullnummern die Rutsche hinuntergeworfen. Es spielt keine Rolle, was wir getan haben. Wir sichern uns direkt einen Platz an der Spitze, Partner. Ja, wie Tote, die in den Himmel auffahren. Okay. Was sagt die Karte zu dem Ganzen? Auch nicht viel. Okay, da unten hustet wer. Aber warte mal, wir haben ja im Pult des Wortes auch etwas. Kann ich, wenn ich... Warte mal. Die Szene änderte sich. Vielleicht können wir ja hier hoch und dann oben dieses Echo. Das schaut nämlich ganz gut aus. Direkt nach oben. Die schmutzigen Cops sahen auf die Stadt hinunter. Ihre Stadt. Schändliche Taten hatten sie dorthin gebracht. In ihren Augen war es das wert gewesen. Alter, es ist echt schwierig, manchmal die Sachen rauszubekommen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher. Warte mal.
los immer auf der Karte. Zentralbereich jetzt. Hä? Sind wir von hier darüber? Ich muss jetzt nur schauen, ob das hier war, vielleicht. Ich weiß es nicht. Und auf der Karte müsste sie sonst eh sehen. Na, das Echo ist jetzt da unten. Was zum? Keine Ahnung, so eben. Hinterfrag's am besten gar nicht. Ja, schön wieder. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Ja, wieso sperrt sie eher mir nicht auf? Könnt ihr anklopfen? Sagen, hallo, ich bin's, Ellen. Ja, das passt einmal so weit im Moment. Aber ich höre das Echo. Kann es sein, dass wir jetzt darüber kommen? Hier stehen wir jetzt da unten. Und da könnte es vielleicht von hier aus reingehen. Hier kann ich die Handlung gar nicht ändern. Ah, hier wieder. Ah. Jetzt, Thomas. Keine Bewegung. Oder ich puste sie weg. Sie haben mich gefunden, Mr. Casey. Ja, das war's. Ich bin ganz Ohr. Na los, stellen Sie mir die brennende Frage. Wie haben Sie das gemacht? Wie konnte ich in dem Ausschnitt sein, ohne mich daran zu erinnern? Reden Sie, verdammt! Sie haben den Film gesehen? Gut, dann sind Sie jetzt bereit für das Treffen mit dem Großmeister. Er erwartet Sie im Vorführraum. Dort werden Sie alles erfahren. Und er wird eine neue Realität auf diese projizieren. Und damit habe ich meine Aufgabe erfüllt, Mr. Casey. Nein! Verrückter Mistkerl! Warum ist er gesprungen? Der Vorführraum. Habe ich dort den Tatort entdeckt? Schreiben wir hier noch einmal um.
Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon zugänglich war oder was. Das könnte natürlich der Weg sein. Ah. Hey. Diesmal sind Sie Alan, oder? Wollte nur sicher gehen. Ja, bin ich. Es gibt einmal Loot, das ist ja... Sie haben Scratch getroffen, oder? Mein Double. Schwer zu sagen, aber er sah aus wie Sie. Es war seltsam, denn ich hörte, Sie wären hier rausgekommen. Aber offensichtlich war das nur ein Gerücht. Wie dem auch sei, ich suche jedenfalls weiter nach Dor. Ich habe bereits eine neue Theorie. Mhm. Wie sieht diese Theorie aus? Halten Sie sich gut fest. Sie haben Ihre Double und ich träume ständig von anderen Versionen von mir, stimmt's? Deshalb glaube ich, dass es noch andere Realitäten geben muss. Und unsere steht mit den anderen in Verbindung. Eventuell steckt sogar Dor dahinter. Er scheint die einzige Konstante zu sein. Aber was will er? Was hat er davon? Aber sie haben ihre eigenen Probleme. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich wegen all dem den Verstand verliere. Vielleicht ist die ganze Sache viel größer, als wir glauben. Oder alles, was ich gesagt habe, ist totaler Blödsinn. Wer weiß. Was hat mein Double gemacht? Hat er ein Manuskript bei sich? Ich muss es wissen. Er hatte nichts dabei. Oder doch, ein Cocktail. Und er hat geraucht. Er war anders, als Sie sagten. Sehr, sehr gefühlsbetont. Er trug eine Lederhose. Und eigentlich hat er Sie gesucht. Und stellte dieselben Fragen über das Manuskript. Dann fragte er, ob ich auf ein Kostümfest gehe und ob er mitkommen könne. Ich sagte ihm, dass es kein Kostüm war und er verschwand. Er mag wohl keine Cops. Das war nicht Scratch. Spannend. Cool, leer. Meister vieler Welten. Was ist das für ein Ort? Ein Traum fühlt sich surreal an. Kein Ort, jeder Ort, alle Orte, ein beliebiger Ort. Das New York der Gegenwart, nicht New York City, ein Weg zu anderen Orten, ein Nexus. Ist Dor der Torwächter oder versucht er irgendwo hinzugelangen? Überall hin, Dor, Dor, Dor. Öffnung, Zug und Fenster. Night Springs. Ein Gefäß, eine Waffe, ein Objekt der großen Macht. Oder du bist okay. Formen, die parallele Realitäten abbilden und verschlüsseln und doppelte Dreiecke. Geometrie, rein mathematische Formen enthalten Energie. Die rothaarige Frau. Träume von verschiedenen Versionen, Paralleluniversen, Multiversen sind. Wir sind miteinander verbunden, weil uns etwas zugestoßen ist, das Schockwellen ausgelöst hat, die über Welten hinweg zu spüren waren. Wenn ich sterbe, werde ich dann als andere Version aufwachen? Tötet er Versionen von mir? Oh weh. Ja, eins muss hier offenbar noch irgendwie sein zum Erreichen, könnte das sein. Und da drüben, Ausdach, da waren wir ja dann, oder? Müssen wir schauen. Looky looky machen. Jetzt können wir hier durch. Wo führt dieser Weg hin? Okay, hier. Ist klar.
Es ist halt alles immer so extrem verwirrend, wie ihm kommt man vor. Die Wege sind so verworren, Alter, da sollst du dich auskennen. Das ist halt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ich muss nochmal schauen, weil es ist ja nutzlos, wenn ich hier weiß, okay, da ist ein Leiter, das führt ja alles. Ich muss mal schauen, wo das ist, weil das, okay, das ist sowieso hier. Hier bin ich ja noch gar nicht so wirklich rüber gekommen. Na, das ist ja. Schutzraum, na, das haben wir ja eh drüber. Das ist ja sein Raum da, da wo er summt. Wo ist da noch ein Behälter? Sag mal, da steht schon die Kisten vor. Ja, freilich. Ja, ist ja leer. Super. Wahnsinn. Okay, dann müsste es aber. Ich sehe es schon wieder nicht. Schau, und das ist ja das Interessante, da bin ich wieder so ewig weit weg. Und gerade war ich noch ganz neben. Es ist unglaublich, Alter. Ich geht schon wieder los. Es geht mir schon wieder auf die Eier. 15.000 Gegner. Was tut? Ich sag ja, das gibt's einfach nicht. Das ist so behämmert mit ihrem, Alter. Es ist so behämmert. Da kann man mal sagen, was man will. Da kann jeder sagen, das ist so geil. Und das ist so bekloppt, beschissen mit den Haberer zu spielen. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Gegner, was sie da hinklatschen, sind so beschissen einfach. Ja, habe ich dort den Tatort entdeckt? Habe ich nicht gespeichert?
Sicher, oder? So, ich... Die Handlung formte die Welt um mich herum. Okay, das ist weg. Ich weiß nicht, was. Ich weiß es nicht. Natürlich waren wir bei ihm noch nicht. Wieder 50 Gegner da. Okay, ich bin cool. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich sage, ich bin kurz davor, dass ich es abbreche. Und einfach sage, was ist die Scheiße? Ich hab keinen Bock mehr auf Alan Wake 2. Ich hab keinen Bock auf diese Arschlochkämpfe, die dieses Spiel hier fabriziert. Es tut mir so unheimlich leid, das zu sagen, aber es sind so eine beschissene Dreckskämpfe, weil der Bastard einfach so unbeweglich ist in seinem scheiß Drecksleben, Alter. Jetzt habe ich eine Ladung verprasst, Alter. Ich steiß mir. Weil. Alter, ist überhaupt. Es macht überhaupt keinen Bock mehr. Ich häng doch fest, ich komm nicht weg. Das ist eine Geschichte. Ich verlor ihn aus den Augen. Es war niemals deine Geschichte. Ich will ja wirklich nichts sagen, gell? Aber... Oh!
Worte der Dinge. Ja. Zumindest das habe ich gelöst. Das heißt, ich muss jetzt aber wieder mal runter. Zum Sheriff. Boah, Alter, das war wieder einer. Ein gigantisches Fest. Aber ich sage, ich verliere da einfach die Freude und die Lust. Was ist er? Er ist ja stockensteif. Der Gegner, Alter, der ist blitzschnell, der ist irgendwo hinter dir, du hast keine Ahnung, du weißt nicht, wo, wie, was er macht, warum er es macht. Jetzt lass ich so eine Granate mal drinnen, jetzt haben wir eine ganze Reihe frei wieder. Dann nehme ich das lieber mit. Na, Horror. Wenn da mehr als ein Gegner kommt, du bist am Arsch. Du kommst nirgends hin, du kannst. Ja. Schwer dich irgendwie in Sicherheit bringen. Wenn du die falsche Position hast, so wie es vielleicht vom Spiel nicht unbedingt möchte, bist du sowieso komplett am Arsch. Hey. Diesmal sind sie alle, oder? Ich wollte nur sicher gehen. Ja, bin ich. Sie haben Scratch getroffen, oder? Mein Double. Schwer zu sagen, aber er sah aus wie sie. Wie sieht diese Theorie aus? Halten Sie sich gut fest. Sie haben Ihre Double und ich träume. Was hat mein Double gemacht? Hat er ein Manuskript bei sich? Ich muss es wissen. Er hatte nichts dabei. Oder doch? Oh. Na, diesmal waren wir ja uns freundlich gesonnen. Das habe ich ja eh erwischt alles. Das nehmen wir jetzt mit. Diesmal haben sie es gut mit uns gemeint hier. Aber richtig gut. Hat es einmal anständig Loot gegeben. Müssen wir gerne nochmal speichern, weil das ist ja gewaltige Bereicherung. Ja, die Frage ist halt jetzt wirklich, weil wir stehen jetzt dann hier daneben. Das ist ja die Sache. Ich überlege gerade, wie. Wenn das einzige ist, dass wir es uns ja wirklich wegschreiben können. Aber ja, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber wie soll es auch sonst funktionieren? Unten habe ich das jetzt nirgendwo gesehen. Weil es ginge ja hier auch nicht wirklich weiter, ne? Gehen wir ja wieder dann da rüber zurück, ne? Ja, was vielleicht aber auch nicht so schlecht. Gut, das wäre gut, da bin ich ja nicht weitergekommen. Da drüben ist eine verschlossene Tür.
Und die verschlossene Tür. Da wäre das ja drinnen, weil da komme ich ja gar nicht sonst hin. Ich komme nur hier in den Bereich. Mhm. Ja, da drin ist ein Behälter. Der kann jetzt einmal dort bleiben, wo er ist. Hier umschreiben. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Ja, da waren 3 Meter. Jetzt muss ich da extra am runterklettern. Unten kann man es ändern, oder? Hier endet er sich. Ich glaube aber nicht, dass es sich so geändert hat, dass das für uns einen Sinn hat. Geil, okay, passt. Das war das, was ich wollte. Da oben war es. Steht 50. Ich nehme mal die Gesundheit. Das ist nicht schlecht. Okay, das war's mal wert, hier herumzueiern. Das hat mir zwar jetzt nicht das gebracht, wie gesagt, dass es mir den Weg weitergeführt hätte. Aber wir haben die Worte der Macht hier mal alle gefunden. Das ist schon einmal ein großer Vorteil für uns. Das ist der große Vorteil. Jetzt schreibe ich hier noch einmal die Szene um. Im Prinzip, wir müssen ja eigentlich sogar zurück. Ne? Deshalb auch hier die Leiter da hinten. Da drüben ist die verschlossene Tür. Ne? Das hört man ja, das ist ja noch das, was über ist. Jetzt kommen wir hier nicht weiter. Hat das vielleicht was damit zu tun?
Ich kenne mir das schon wirklich nicht mehr aus mit der Schreiberei, gell? Ah. Das wirkte richtig. Ja, ich sehe, wenn du schickst mal Fuck. Ich komm nicht hoch, schau, da lass mich nicht aufstehen, der Bastard! Sollte mich die Scheiße nicht heilen? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ja, wie viel jetzt noch? Wie viele noch? Ich sehe nicht einmal den Gegner, Alter. Und sollte mir das nicht irgendwie heilen, da? Irgendwas? Mit der Lampe, wenn ich ihn erwische? Ist das nicht so gedacht? Wahnsinn. Das gibt mir auch so irrsinnig viel. Ja. Du hast keine Ahnung. Ein paar Tabletten reingeschossen, na passt schon. Das weiß ich nicht, wer du bist, das mein Bruder. Lass mich nicht da! Die werden halt immer aggressiv, oder? Das ist hier offen, ne? Das ist ja das. Und wie komme ich hier hin? Wo ist das? Wo ist der? Ah, warte mal. Der Schatten ließ die Dunkelheit erstarren. Schau. Ich kann ja dann auf der scheiß Karte anschauen, geht das Spiel natürlich weiter, ne? Logisch. Klar. Ja. Das ist ja ganz super.
Ist ja richtig doll. Na, ist echt optimal. Optimal gemacht. Wirklich. Aber jetzt bin ich irgendwie hier. Ah, schau. So lang hat er genervt, oder? So lang hat er genervt. So ist es. Das ist echt gemein versteckt, durch das, dass da drinnen das Licht eben ist. Wahnsinn. Alter, das müssen wir gleich, das brauchen wir gleich, warte, der wirkt. Den brauchen wir unbedingt. Mein Gott, ja. Aber 50% und dann wahrscheinlich sogar noch 100% oder 75% ist sehr geil. Aber es rennt nicht mehr was herum. Kommt mal vor, ne? Okay, naja, hilft ja nichts. Ja, es ist noch immer unterwegs. Es ist noch immer keine Ruhe. Das müsste ja jetzt was gebracht haben. Jetzt ist er Ruhe, offenbar. Jetzt ist offenbar eine Ruhe. Okay, naja, schön. Gut, die Worte haben wir eingesammelt, das war mir ja wichtig. Wir müssen ja jetzt, ich weiß gar nicht, wo trifft den Großmeister im Vorführraum? Ah, und dann müssen wir in den Vorführraum den Großmeister-Ding eingeben, natürlich, ne? Das ist sozusagen die Vorgabe. Jetzt können wir da drüben aber nochmal schön schick speichern. Mal halten es zwei Schüsse aus, dann wieder ein bisschen mehr. Ich wollt nur speichern, weißt du? Und jetzt sind natürlich wieder alle hier, ne? Wir müssen ja hier rein, ja. Aber ich trau dem Ganzen nämlich nicht, weißt du, weil ich hab das Gefühl, dass mich permanent irgendwann anspricht. Ich konnte kein neues Element hinzufügen. Ich musste zur Szene übergehen.
so. Entschuldigung. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen, zu verändern. Ja, ich bin ja da. Ah. Trottel, ne? Also der Großmeister ist ja das, was ich gerade habe. Ja. Das war etwas aus einer Horrorgeschichte. Aber ich musste weitermachen. Tür, was man reingehen kann, oder? Warte mal, wir haben ja aber noch was. Der Großmeister, wir haben ja verloren. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort. Jetzt verstehe ich, okay, das war natürlich der Film. Wir wollen ja den Großmeister. Also ja, die Tür reingehen. Verstehe ich, passt schon. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Das sind die Türen mit den Spiralseilen. Ich fand mich in allerlei Filmausrüstung wieder. Es musste von hier einen Weg zum Vorführraum geben. Ich war nicht allein. Ja, das sind wir nie. Vielleicht ist es der Arti hier. Das wäre doch schön, ne? Mal ein nettes Gesicht wieder sehen. Ich bin hier, Sie verdammter Wichser! Zeigen Sie sich! Großmeister, dass ich nicht lache! Ein Clown in einer Maske! Ah. Okay. Der Großmeister. Ob der so groß ist. Und so meisterlich. Ich weiß ja nicht. Jötenjö! Schön, kann man gar nichts aufmachen. So habe ich es natürlich gern. So viele schöne Dinge und er greift nichts an. Das ist ja richtig deprimierend. Wieder zurück am Anfang. Eine Schleife in der Schleife. Ich musste weiter. Ja, Thor, wie kommt man in einer Schleife, wie findet man da den Weg weiter? Ich bin hier, Sie verdammter Wichser! Zeigen Sie sich! Wer hat das gesagt? Großmeister, dass ich nicht lache! Ein Clown in einer Maske! Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt, Idiot! Jetzt hat er sich selber mit seinem eigenen Dialog gehört, der Casey, ne? Weil er nicht kapiert hat, dass er in einer Schleife feststeckt. Oder wie soll ich das verstehen? Dass er spricht gerade mit sich selbst, ne? Deswegen hat er den Satz mit der Maske jetzt nochmal gehört und dann hat er sich auf sich selbst bezogen. Obwohl er seine eigene Stimme vielleicht erkennen der könnte. Der Casey in der Geschichte verlor langsam den Verstand. Ich auch. Ja, ich schätze mal, wahrscheinlich ist am Ende ist der Casey der Großmeister. Ah, die ist jetzt okay. Juhu, jetzt geht das wieder los. Ich war wieder am Anfang. Ich musste weitermachen und einen Weg zum Tatort finden. Mhm. Ich bin hier, Sie Hallo? Verdammter Wichser! Hey! Zeigen Sie sich! Wer hat das gesagt? Sehr clever Arschloch! Sie können davonlaufen, aber ich werde Sie finden! Großmeister, dass ich nicht lache! Ein Clown in einer Maske! Ich bin hier nicht derjenige, der eine Maske trägt, Idiot! Warum sagen Sie mir das nicht ins Gesicht? Dann werden wir sehen, wer hier der Trottel ist. Verschwunden. Aber ich habe jemanden gesehen. Ja, ich auch. Das ist ja das Schlimme dran. Ich auch, Alan. Glaub mir. Ich habe ihn auch gesehen, leider. Wie wir lieber, ich hätte ihn nicht gesehen.
Wer ist sie? Return. Ich habe Return geschrieben. Etwas ging schief. Ich habe es oft geschrieben, doch es ging immer schief. Ich vergesse. Was stimmt nicht? Stimmt mit mir etwas nicht? Stimme ich irgendwie nicht? Oder entgeht mir etwas? Überspringe ich etwas Essentielles? Ich muss schreiben. Natürlich, so viel ist klar, genau. Ich habe die Parte geschrieben. Das hat funktioniert. Gut funktioniert. Vielleicht fehlt noch ein Schritt vor Return. Was kommt zwischen Departure und Return? Die Aufgaben, die Herausforderungen, die Lektionen. Initiation. Ja, das habe ich nicht geschrieben. Um diesen Ort zu kontrollieren, um alles in die Wege zu leiten. Kein Return vor Initiation. Ja, das fühlt sich richtig an. Initiation. Ich muss Initiation schreiben. Heide Witzka. Okay, ja, super. Und das war's jetzt. Jetzt haben wir... Ja, und jetzt? Gehen wir wieder zurück, ne? Ja, was soll es, ne? Hin und her, immer mehr. Lalalalalala. Ich war wieder am Anfang. Ich musste weitermachen. Und einen Weg zum Tatort finden. Ich bin hier, Sie verdammter Wichser! Zeigen Sie sich! Wer hat das gesagt? Sehr clever! Mauer. Sie können davonlaufen, aber ich werde gesehen! Wer ist da? Sie haben den Falschen erwischt! Ich bin nicht Alex Casey! Ich spiele ihn nur in den Filmen! Er ist ein fiktionaler Charakter! Was ist hier los? Sie müssen mich nicht töten! Sie müssen mich nicht mit diesem Messer abstechen. Sie können einfach aufgeben und gehen. Vergessen Sie das Opferritual, um den Weg voran zu öffnen. Das Opferritual, um den Weg zu öffnen? Nein, tun Sie es nicht. Sie müssen kein Monster werden. Lassen Sie das Messer hinten liegen und gehen Sie. Das Messer hinten? Das war doch alles völlig absurd. Unser Dialog war gezwungen und lächerlich. Jemand hätte ihn überarbeiten sollen. Aber ich würde mitspielen und mir ansehen, wie es ausgeht. Suchen Sie nicht danach. Es gibt kein Messer. Okay. Ja, ich von mir aus? Sie war von der anderen Seite versperrt. Oh nein! Auf gar keinen Fall! Das wird Ihnen leid tun! Alter, muss ich denn jetzt abstechen? Das wäre mal... was anderes. Jetzt ist er weg schon. Ich wollte eh nichts tun. Was zum Teufel? Ja, jetzt ist die Tür wenigstens offen. Ja, was ist komisch. Der ist da gefesselt, ich weiß nicht wie lang schon, sollte geschwächt sein und alles drunter. Ich krieg die Tür nicht auf, er rennt durch. Kann ich den anderen Charakter spielen? Weil der ist ja scheinbar körperlich bei Weitem besser drauf. Ja. Coffee World? Voller noch. Dann ist das der Ausgang. Ich bin nahe dran. Ihrem Mund ist eine verdammte Lüge. All das macht doch nur Sinn in Ihrem psychotischen Gehirn. Sie haben Ihren Zweck als fiktionaler Charakter in einer Geschichte erfüllt. Sorry. Ist der Verfasser hier,
Sie können jetzt gehen, Casey. Ja, jetzt können Sie gehen, ich Casey. Ich gehe nirgendwo hin, bevor ich nicht ein paar Antworten bekomme. Wie konnte ich in dem Film sein? Das weiß ich Warum nicht. Warum fühlt sich das alles so vertraut an? Wer zum Teufel sind Sie? Und wer bin ich? Nein! Herzlich willkommen, Alan Wake. Was zum Teufel? Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Wir sind nur einen Schritt von Ihrem Ziel entfernt, Mr. Wake. Aber hier noch ein ungelöstes Mysterium für Sie. Wenn Casey fiktional ist und Sie seine Rolle annehmen, sind Sie dann auch fiktional? Welche Geschichte lieben Sie, Mr. Wake? Die Visionen gingen mir unter die Haut. Waren mir näher, als es mir lieb war. Was ist mit dem Fick Danar? Nicht getrennt, was? Aber im Zwiespalt mit meiner eigenen Realität am dunklen okay. Ort. Das ist eine interessante Frage. Bin ich dann fiktional? Ja. Weiß ich noch. Das müssen wir tatsächlich herausfinden. Gut. Naja, da er bisher nicht speichern konnte, werden wir halt jetzt schauen, dass wir hier noch weitergehen. Ne? Wird halt wieder eine längere Folge, wenn jetzt das demnächst das Safe Room kommt. Also bis zum Safe Room hätte ich eigentlich gedacht, dass ich es mache noch. Halt. Halt. Eine Sackgasse. Das kann nicht stimmen. Hm. Habe ich was verpasst? Bitte nicht. Okay. Der Tatort. Ah. Oh. Oh, schön, schön. Alter. Die Maske war der Schlüssel. Schon wieder. Mit Sarah haben wir schon so eine Maske. Eieieiei. Jetzt werde ich mich angreifen, ich weiß es nicht. Ich drang tiefer in den dunklen Ort vor. Das Gedicht an der Wand wuchs im selben Tempo und folgte mir wie mein unerwünschter Schatten in meinem Augenwinkel. Das war nicht mein Werk. Ich wusste nicht, was es war. Eine schreckliche Prophezeiung. Ein Fluch, der auf mir lastete. Ein heller Ballon im Himmel schwebt und sinkt immer tiefer, von Night Springs zu Bright Falls für diesen Schläfer. Die Oberfläche wurde gestört, die Reflexion ist nun ein Verräter, im klaffenden Loch des Schädels in einen Krater verwandelt. Dieses Ritual wird dich weiterbringen, deine Freunde werden ihn treffen, wenn du weg bist. Der Schläfer, ist das der von Gothic? Man Schläfer anbeten. Fresh. So würde ich ihr helfen können. Saga Anderson, hören Sie. Ich wurde überlistet. Return ist von Scratch. Ich habe versucht, die Geschichte zu korrigieren, aber er hielt mich auf, bevor ich zum Ende kam. Jetzt hat er sie, den Schlüssel zur Flucht. Was meinen Sie mit fliehen? Sie sind raus. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss ihn aufhalten, bevor er entkommt. Er ist hinter Alice her. Ich sitze noch fest, aber ich mache Fortschritte. Ich habe sie zur Heldin der Geschichte gemacht. Return ist eine Horrorgeschichte. Ich muss das Genre bedienen. Es muss dunkel sein. Aber die Heldin kann es schaffen und ihre Familie retten. Uns alle retten. Ihre Familie retten? Reden Sie von Ihrer Familie? Ja. Was immer Sie da tun, es funktioniert. Sie müssen einfach nur weitermachen. Was ist in Ihre Horrorgeschichte gesteckt?
Ich war näher dran. Näher als je zuvor. Aber es gab keine Zeit zu verlieren. Alles hing am seidenen Faden. Ich konnte noch alles verlieren. Parliament Tower. Schon wieder. Diesmal musste es funktionieren. Ich konnte Scratch aufhalten, das Manuskript holen und das Ende richten. Kapitel Ende. Ja gut, Freunde, dann passt es. Das nehmen wir dann schon mal als Anlass, das Kapitel oder die Folge zu beenden. Diesmal passt es ja wieder mal genau. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich denke mal, solange ich mit Ellen jetzt weiterspielen kann, spiele ich weiter, damit ich es dann hinter mir habe. Und dann, ja, sehen wir, wie lange das noch geht. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.